Na Leute, seid ihr bereit, mit mir gemeinsam das Geheimnis des Messerspitzschlundes zu lüften? Gut, denn hier bin ich nun auch, im Messerspitzschlund, ein ganz besonderer Ort im Zentrum der Shivering Isles, weil Shiogoris ist nämlich wirklich verschwunden, er hat sich in Luft aufgelöst und das heißt, Sugarlug wird schon sehr, sehr bald erscheinen. Und wir hätten eine Chance gehabt, das alles ein bisschen besser dastehen zu lassen, wenn wir Shiogorats Stab hätten, aber der ist auch mit ihm verschwunden. Aber hier im Messerspitzschlund ist eine Bibliothek von Sugarlug und hier sollen wir scheinbar herausfinden, wie wir den Stab von Shiogorat neu erschaffen können. Und deswegen, deswegen bin ich jetzt auch hier. So, ne, ich wollte Licht nochmal machen. So, alles wieder schön erneuert. Hier waren einige Eiferer wieder, die sich hier eingenistet haben, aber die habe ich schon alle platt gemacht. Und hinter dieser besonderen Tür soll ich jetzt eine Antwort auf meine Fragen finden. Antike Tür. So, Messerspitzkristall ist aber momentan entfernt und... Was zum... Wer ist das denn? Da sitzt ein Typ. Lebt der noch? Euer Gnaden, ich habe auf euch gewartet. Die Ereignisse dieses Tages, wie die aller Tage davor und danach, sind mir bekannt. Für Dyos und Mytheria gibt es keine Überraschungen. Sheogorat ist gefallen. Und ihr sucht nach Mitteln, die Machenschaften des Prinzen der Ordnung zu vereiteln. Ihr sucht den Thron des Wahnsinns. Jedoch darf kein Sterblicher ohne den Stab den Thron besteigen. Deswegen seid ihr hier in meinem Gefängnis. Ihr wollt den ersetzen, der mich hier eingeschlossen hat. Wenn ihr den Platz von Sheogorat einnehmen wollt, dann fragt mich, was ihr wollt. Okay, du bist also Dyos. Ihr habt ein Buch erwartet. Ein altes Buch, das alle Geheimnisse enthält, die ihr sucht. Doch stattdessen habt ihr mich gefunden, das letzte Überbleibsel. Individualität ist eine Illusion. Die Einzelheiten meiner Existenz haben nicht mehr Bedeutung als die Geschichte eines Steins. Aber wenn ihr darauf besteht, ich war einst Bibliothekar der großen Bibliothek von Sugarlug. Erzählt mir von der Bibliothek. Die große Bibliothek stellte den Höhepunkt der Logik und des folgerichtigen Denkens dar. Sie enthielt die logischen Vorhersagen aller jemals von einem Wesen ausgeführten Handlungen, seien es Sterbliche oder Daedra. Jede Geburt, jeder Tod, der Aufstieg Tiber Septims, das Numidium, alles. Alles vorhergesagt mit Hilfe der Formeln, die sich in Sugarlugs Bibliothek fanden. Als Sheogorat die Bibliothek entdeckte, ließ er sie niederbrennen, da sie ihm ein Gräuel war und er beharrlich behauptete, die persönliche Wahl widersetze sich logischer Vorhersage. Nur ich bin von dem Wissen übrig, das einst in der großen Bibliothek Sugarlugs enthalten war. Wie habt ihr überlebt? Nach jedem Zyklus des Grauen Marsches hat Sheogorat jede Form der Ordnung auf den Shivering Isles vertrieben oder ausgelöscht. Ich allein habe überlebt. Sheogorat kann sich nicht überwinden, das Wissen zu zerstören, das ich besitze. Stattdessen hat er mich an diesem Ort eingesperrt und mir verboten zu sterben. Ich habe kein anderes Wesen gesehen, bis das Schicksal, wie vorherzusehen war, euch zu mir gesandt hat. Ich habe genug gehört. Wie ihr wünscht. So, jetzt erzähl mir doch ein bisschen mehr über den Messerspitzschlund. Der Messerspitzschlund ist mein Gefängnis. Einst beherbergte er die große Bibliothek und damit das gesammelte Wissen dieser Welt. Doch erspart mir euer Mitleid. Meine Gefangenschaft ist ebenso wenig von Bedeutung wie meine Unsterblichkeit. Zeit und Raum existieren nicht. Es sind Konstrukte geistesschwacher Sterblicher, die versuchen, die Welt um sich zu kategorisieren und zu begreifen. Wärt ihr einer der wenigen Glücklichen, so würdet ihr das eines Tages verstehen und akzeptieren. Aber das seid ihr nicht. Daher werdet ihr es nicht können. Na ja gut, und was ist jetzt mit dem Stab von Sheogorat? Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen, aber die göttliche Essenz muss anderswo gefunden werden. Aber die Apotheose ist keine einfache Angelegenheit und die Herstellung des Stabs ist keine einfache Aufgabe. Ich benötige zwei heilige Gegenstände, um sie zu vollbringen. So, Quest aktualisiert. Erzählt mir etwas über den ersten Gegenstand. Die Shivering Isles bergen viele Geheimnisse. Aber nur wenige wurden noch nie von sterblichen Augen gesehen.
Der Stab ist ein Werkzeug von großer Vision und verlangt daher das Auge von jemandem, der eines dieser verborgenen Geheimnisse selbst gesehen hat. Ziirta bewohnt die heulenden Hallen von Mania, sucht sie auf und bringt mir das Auge, das gesehen hat, was kein anderes je erblickte. Okay, Markierung zur Karte hinzugefügt. Erzählt mir etwas über den zweiten Gegenstand. Die Bäume und Zweige dieses Reiches nähren sich von einer tiefen Quelle des Wahnsinns und des Mysteriums. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milcha. Milcha ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt, der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. So, dann muss ich also beide Teile suchen? Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet. Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. So, Quest wieder aktualisiert. So, also jetzt wissen wir schon wieder mehr, wie der Typ aussieht, komplett bleich im Gesicht, also das ist schon ziemlich gruselig. So, was nochmal genau ist Ziirta das Auge? Sheogorats Stab bewahrt die Geheimnisse dieses Reichs. Es wird ein Gefäß benötigt, das dunkle Geheimnisse gesehen hat. Ziirta hat mit ihren Augen Dinge gesehen, die kein Sterblicher erblickt hat. Daher wird sich ihr Auge gut dazu eignen, das aufzunehmen, was im Stab verwahrt wird. Ob die das so einfach hergibt? Kannst du mir noch ein bisschen was über dich erzählen? Individualität ist eine Illusion. Aber wenn ihr darauf besteht... So gut, das hat er ja schon mal erzählt. Warum das jetzt nochmal gelb hinterlegt war, keine Ahnung. So, und der Schattenbaum? Die Wurzeln des Baums der Schatten verlaufen bis ins Herz der Shivering Isles. Es heißt, dass der Baum vom Wasser aus dem Hain der Spiegelung trinkt. In diesem Hain bekommt man gezeigt, wer man wirklich ist. Nachdem ihr nun der Wahrheit ins Auge geblickt habt, hat euch der Baum seine Zweige gegeben. So, nochmal zum Stab. Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen. Na gut, warum wiederholst du dich ständig? Jetzt weiß ich ja alles, na dann, lebt wohl. Weil der saß die ganze Zeit hier in diesem dunklen Raum? Hier ist ja noch nicht mal, ich meine, keine Ahnung, nichts zu essen, keine Toilette, kein gar nichts. Er saß die ganze Zeit hier auf dem Stuhl und, keine Ahnung, also ganz schön heftig. So, die Tür voll zerbröckelt. Aber okay, wieder einmal gibt es eine Quest, die aus zwei Teilen besteht, weil ich ja zwei Dinge finden muss. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich glaube, hier hinten ist doch dann der Ausgang gewesen. Mehr oder weniger. Ja, genau. So. Endlich wieder an der frischen Luft. Ist doch gleich viel besser. So, da haben wir jetzt eben die immer noch aktive Quest Herrschaftssymbole. Um Sheogorats Stab neu zu erschaffen, braucht Dyus zwei Dinge. Ich muss das Auge Ziirtas und einen Zweig des Baums der Schatten finden. Ersteres ist ein Auge, das etwas gesehen hat, was niemand sonst je erblickte. Ich kann es von einer Frau namens Ziirta in den heulenden Hallen bekommen. Das zweite Objekt ist ein Zweig des Baums der Schatten, eines uralten Baums, der im Hain der Spiegelung in den Ruinen von Milcha wächst. Na gut, bei Milcha waren wir doch sogar schon mal. War ich da nicht sogar schon mal drinnen? Weil Milcha ist ja hier. Das habe ich schon eingezeichnet. Aber das andere, die heulenden Hallen, die sind da unten. Wow. Da... wie komme ich da am schnellsten hin? Ich weiß nicht. Vom Friedhof schon erschien, ob ich da so überhaupt so rüberkomme? Oder muss ich da den ganzen Weg runterlatschen? Ich meine, ich könnte das ja mal machen, weil ich weiß nicht, ob hier auf der Seite überhaupt noch was anderes war. Das heißt, von Ebrocca aus den ganzen Weg nach Süden gehen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier so raufkomme. Das sind ziemlich hohe Klippen eigentlich immer. Also, ich glaube, das geht wirklich nur so. Naja, dann mache ich das einfach mal. Auf nach Ebrocca.
So, und da ist auch schon wieder ein verdammter Fleischatronach. So, geh doch einfach sterben. Tot. So, jetzt sind's der Leere. Klapperscheuche. Pfui. So, gut. Schon habe ich wieder den Abendzahn. Das ging ja schnell, aber ein schöner Himmel. Oh, sehr schön. Die ganzen goldenen Sterne da oben. Also, da glaubt man ja gar nicht, dass hier so schlimme Sachen auf den Shivering Isles passieren, wenn der Himmel so schön aussieht. Das täuscht alles. Alles nur Täuschung. So, und jetzt in etwa, ja, in etwa diese Richtung. Ziemlich lange, aber ja. Vielleicht finde ich ja noch ein paar andere interessante Orte. Mann, was willst du denn jetzt, du blödes Scheiß-Skelett, du? So. Wo hat denn dieses Dwemer-Klima hier? Wie hast du das denn geklaut? So, ich marschiere jetzt hier einfach mal so querfeldein. Vielleicht sollte ich doch lieber ein bisschen weiter hier unten lang gehen. Vorsichtig. Autsch. Das war zu hoch. So, ich kann mich hier irgendwie ein bisschen schlecht orientieren, wenn hier keine Straße ist. Boah, größere heute der Hund. Pfui. Ist ja eklig. Aber nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich warte lieber, bis es wieder Tag wird. Also richtiger Tag, weil dann sehe ich besser. Wenn es jetzt mitten in der Nacht da quer durch die Pampa stolpern, das ist nicht so gut. So. Was macht die denn hier? Ich muss euch wirklich danken. Die Kapitel 23 und 48 meiner Taxonomie sind dank eurer Hilfe jetzt fertig. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 695 Gold zu meinem Minotaur hinzugefügt, ist ja geil. Wo kommt denn die auf einmal her? Zauberspruch kaufen? Ne, brauche ich ja gar nicht. Kennst du noch Gerüchte? Die beste Methode, einen gehäuteten Hund zu töten, ist mit einem Feuerball oder einer starken Waffe. Ja, oder gleich mit einem Feuerschwert. So dein Bestiarium, aber ich hab dir doch, glaube ich, noch nicht mal alles gegeben, oder? Mein Bestiarium? Oh ja! So, Balibox beginnen und so weiter, Zauberspruch kaufen. Ist jetzt auch schon egal. So, Mirillis Gesellenbeherrschung. Und das andere ist, glaube ich, noch die Lehrlingsbeherrschung oder irgendwie so, genau. Bis später. Die scheint jetzt hier echt durch die Gegend zu streifen. Hoffentlich stirbt die nicht, weil sonst ist die Quest vorbei. Also das wird ja dann hoffentlich doch nicht passieren. Und da vorne sehe ich schon irgendwas ganz Komisches. Das sieht aus wie eine Elytra. Und es ist eine Elytra. Mist. So, hier ist ja noch irgendetwas in der Nähe. Aber was? Und vor allem wo? Aha, ach da. Ein Knurz. Oder Baum. Ist doch immer ein dummes Stück Holz, was lebendig wurde, wie auch immer. So, Mann, ich wollte doch eigentlich, dass es Tag ist. So, kurz vor 4, dann warten wir nochmal 3 Stunden, dann ist es kurz vor 7. Ah, schon besser. Schon besser. Gut, da vorne ist ja noch eine Elytra. So, jetzt habe ich wenigstens wieder den Morgenzahn. Attacke! Hier echt überall. So, Elytra-Sekret. So, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ich marschiere jetzt wirklich querfeldein. Okay, was ist das denn hier für ein komischer Ort? Einfach ein paar Säulen und Knochen? Und Asterblüten. Ja, kriegt man Asterblütenkerne hier. Oh, schon wieder. Wer? Oder was? Das da oben ist er schon tot. Ach da, ein Klapperscheuche. So, und tot. Wie sind die wieder hergekommen? Unglaublich. Hier kann man nicht einmal in Ruhe durch die Wildnis streifen, ohne dass man ständig von irgendwelchen verdammten blöden Monstern angegriffen wird. Das ist furchtbar. Furchtbar nervig. So, ich bin immer noch, ja, soll vielleicht lieber da lang. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob hier außen irgendein Ort von Bedeutung war. So, Lokasierfrüchte. Ja, falls hier nichts ist, dann könnt ihr halt einfach mal schön die Landschaft genießen.
Ich habe leider keine Möglichkeit, irgendwie den Weg allzu sehr abzukürzen. Weil ich bilde mir wirklich ein, dass ich vom Friedhof aus nicht dahin komme, wo ich hin will. Deswegen gehe ich hier lieber ausnahmsweise mal zu Fuß. Deswegen nur schade, dass man hier auf den Schieferlingen alles kein Pferd haben kann. Und dass man auch keines aus Cyrodiil mitnehmen kann. Ich hätte ja Schattenstute, ne, von der dunklen Bruderschaft das Pferd, aber man kann leider mit Pferd nicht die dieses Portal da betreten. Das geht leider nicht. Da bleibt das Pferd zurück. Ganz schön doof. Aber ist halt so. So. Da vorne ein paar Wasserfälle, so da vorne sehe ich ja schon wieder seine Knorstrottel. So, was willst du denn? Gib mir gefälligst Bernstein, du blödes Ding, du. Ja, sehr schön. Ich habe gesagt, ich will Bernstein, dann kriege ich Bernstein. Aber das klappt leider auch nicht immer. So, gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Schöne Wasserfälle hier. Sumpftentakel. Ach so, genau, ich hatte ja noch so ein deformiertes Sumpftentakel, was ich noch ins Museum bringen soll. Ach, das kann ich ein anderes Mal machen. Läuft mir nicht davon. Ah, seht ihr, da ist wirklich irgendwo was. Da ist ein Lager ist hier irgendwo. Ah, seht ihr da? Da war jetzt gerade das Symbol, aber komme ich überhaupt drauf? Hier komme ich ja gar nicht hoch. Verdammt. Oh, ich schiebe dann Bodywalk. Pfui. So. Los, gib mir deine Beute? Ne, er hat ja gar keine Beute. Manchmal kriegt man von denen doch ein Bodywalk-Bein. Irgendwie auch nicht. So, wie zur Hölle komme ich da jetzt bitte rauf? Ich kann doch hier nicht hochspringen. Oder doch? Nee, geht doch gar nicht. Ist doch Quatsch. Nee, da muss ich von da hinten irgendwie. Da muss ich von hier irgendwie hochkommen, weil das hier ist eindeutig zu steil. Ich hätte wenigstens schon gerne in diesem Let's Play alle Orte eingezeichnet. Na, ist viel zu steil, viel zu steil. Ich hätte gerne wenigstens alle Orte in meiner Karte eingezeichnet. Und das betrifft halt auch jedes Lager. Alter, wie soll man denn da raufkommen? Das ist doch viel zu steil. Ja, irgendwann... Ich sage ja, so eine Steigung kann man doch gar nicht bewältigen. Was soll der Quatsch? Warum ist da oben bitte ein Lager? Wie sind die da raufgekommen? Müssen ja Bergsteiger gewesen sein. Autsch. Ich muss mir jetzt irgendwo einen Ort suchen, wo ich leichter raufkomme. Hier garantiert nicht. Mann, so eine Kacke. Ich kann mich noch erinnern, im Hauptspiel habe ich auch ein Weilchen gebraucht, um einen ganz besonders hochgelegenen Ort in Cyrodiil zu erreichen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das nochmal? Das war irgendwie auch so ein komischer Gipfel auf einem ganz, ganz hohen Berg. Mann, ich will da rauf! Ich will da hoch! Man muss auch irgendwie da raufkommen. Die können ja nicht irgendwo einen Ort hinprogrammieren, wo man dann gar nicht hin kann. Was soll der Mist? Wo dumm! Jetzt laufe ich den ganzen Scheißweg wieder zurück. Ja. Nee, also keine Ahnung. Ich muss mir irgendwo eine flache Stelle suchen, von wo aus ich dann schön nach oben gehen kann. So, hier drüben vielleicht. Das könnte eventuell was werden. Nee, auch wieder nicht. Mann, ich will da rauf! Verdammte Scheiße, ich will da nach oben! Das gibt's doch nicht, so hier. So ein... verdammter Dreck. Ist doch hier irgendwie... Ja, genau, so. Schon besser. Wäre ich doch nur die ganze Zeit hier oben geblieben. Ich glaube, noch viel weiter rauf werde ich eh nicht mehr kommen, weil da... Nee. Das geht, glaube ich, schon wieder nicht mehr. Nö. Okay, gut. Dann bleibe ich ungefähr so hier auf dieser Schräge. Wundert mich ja, dass mein Held hier nicht abrutscht. Ja, leck mich doch. Lieber nicht. So, nee, ich bleibe jetzt wirklich mal hier oben. Es muss ja irgendwie möglich sein, dieses eine Lager, was ich da vorhin ganz kurz auf dem Kompass gesehen habe, zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das hier gelegen ist. Aber schon irgendwie ziemlich hoch. So, hier geht es jetzt weiter rauf. Haha! So, was machst du denn hier? Oh, seht ihr, der hat schon wieder keinen Bernstein für mich. Warum nicht? Sagt schon, warum nicht? Warum hat der keinen Bernstein für mich? Warum ist der so doof? Jetzt mal hier alles reparieren. Ah, ist Ihnen ja wieder mal was Tolles eingefallen, hier so steile Klippen hinzubauen. So.
Na, seht ihr? Das ist doch gleich viel besser, wenn ich hier oben langlaufen kann. Aha! Da kann man jetzt richtig schön den Palast sehen, also eigentlich die ganze Stadt Neu-Sheot. So, ich bleibe jetzt so lange hier oben, bis ich dieses Lager wieder gefunden habe. Also, richtig gefunden habe. So, jetzt... Wo kommen diese ganzen Knorze her? So, tot. Ganz schön gefinkelt. So, ich will dieses Lager wenigstens auf meine Karte eingezeichnet haben. Das muss irgendwo hier oben sein. Ah, ich glaube, da vorne kann ich sogar schon irgendwas sehen. Das sieht ziemlich verdächtig aus. Wow, da unten ist ein Skalon. Ja, genau hier. Da vorne ist doch das Lager. Na, seht ihr, da kommt man unmöglich anders hin, außer von hier oben. So. Oh, was ist das für eins? So, erstmal gehst du kacken. So, und tschüss. Ja, schon 10 Leben wieder ausgelöscht. So, was ist das hier überhaupt für ein Lager? Wer versteckt sich hier hinter der Stadt? Das ist... Na, komm schon. Aha, das Überlauflager. Das ist ziemlich hochgelegene Überlauflager. So, sterben. Schwert nehme ich gerne mit. Noch irgendjemand hier? Natürlich. Ja, genau, nimm ein Bad. So. Mal schauen, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Aha, hier nicht so wirklich. Hier auch nicht. Das 6 Goldmünzen, was soll ich denn damit? So, hier ein Mühsalsgift und Dornenhaken. So, was haben wir hier? Aha, ein paar Edelsteine, oder besser als gar nichts. Edelstein bis jetzt das Amulett, Golddiamantring, ja, kann man, wenn man Bock hat, verzaubern. Aber ich hätte jetzt hier leider sowieso keine Möglichkeit, weil es ja nirgendwo einen Verzauberungsaltar gibt. Hier leider nicht. So, und, Retorte des Lehrlings schon wieder. Ich habe schon längst Meister-Alchemie-Gegenstände, da brauche ich das nicht. So, na gut, jetzt habe ich hier wenigstens den Ort gefunden und ja, von hier aus kommt man dann doch etwas leichter zu den heulenden Hallen. Hätten sie auch nicht woanders hinbekommen. Nein, ausgerechnet da. So, jetzt bleibe ich aber, glaube ich, nicht mehr hier oben. Jetzt gehe ich wieder runter. Oh! Hey! Ja, der Held hält auch überhaupt nichts aus. Das ist voll die Pussy. So, von hier... ich glaube, ich muss doch lieber hier hinten bleiben. Hier, wenn ich jetzt wieder zu tief bin. Aber hier führt doch so eine schöne Straße lang. Hier vorne habe ich gerade irgendwo was langlaufen sehen. Da! Ha! Und tot. Bernstein? Kein Bernstein. Warum nicht? Aha, und hier ist sogar auch noch irgendein Ort, den ich noch nicht entdeckt habe. Was ist das denn hier? Aha, Niedersuhl. Bekam man hier eigentlich eine Quest? Das ist nämlich eine Dementiersiedlung. Davon da läuft irgendwer rum. Scheint ein Ork zu sein. Aha, und von Niedersuhl aus ist es eigentlich nicht mehr weit zu den heulenden Hallen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich hier noch nicht gewesen bin in Niedersuhl. So, irgendwo hier oben ist jetzt mein Ziel. Die heulenden Hallen. Wehe, ich komme jetzt hier wieder nicht rauf. Dann werde ich wirklich... Dann fange ich gleich selber an zu heulen. Nee, das nicht, aber... Dann werde ich eventuell ein bisschen sauer. So, aha! Ganz hier oben drauf und hier ist ein Stuhl. So, ihr habt entdeckt die heulenden Hallen. Was macht hier bitte ein einzelner Stuhl? Vielleicht um die Aussicht zu genießen. Naja, so hier ist immer eine Truhe mit... Aha, die Halskette der See und Orkstiefel und noch mehr Wahnsinnserz und hast du nicht gesehen. So. Aha, und hier ist auch schon der Eingang. Na, dann nehme ich doch lieber die Treppe, bevor ich mir noch die Beine breche. So, die heulenden Hallen. Warum sind das nur die heulenden Hallen? Kriegt man da drin irgendwie was zu sehen, wodurch man auch zum Heulen gebracht wird oder keine Ahnung? So, ich warte mal kurz ein Stündchen. So, weil jetzt bin ich nämlich wieder voll geheilt. Okay, dann gehen wir mal rein. So, schon wieder natürlich total dunkel. Licht bitte. So, jetzt bin ich endlich da. Die heulenden Hallen Narthex. Okay. Und, da muss ich dann hin. Naja, gut. Leute, ich würde jetzt aber dann doch gerne den Part beenden. Weil... Ja. Weil der Part eh schon lang genug ist.
Ja, na dann werde ich lieber hier oben mal stehen bleiben, bevor jetzt noch irgendwelche Gegner schon wieder auf mich zugerannt kommen und mich umbringen wollen. Also ihr habt gesehen, es ist gar nicht so einfach hier hinzukommen nach Nidersuhl und dann auch zu den heulenden Hallen. Also ich bilde mir halt wie gesagt ein, dass es nicht einfach möglich ist, dass man, naja, von Sheot, naja, theoretisch hätte ich es schon können, aber dann hätte ich glaube ich nicht wirklich dieses Überlauflager gefunden. Ist egal, jetzt weiß ich wenigstens, dass hier hinten nichts mehr wirklich sein kann. Aber okay, dann sage ich mal danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Da erkunden wir dann die heulenden Hallen und hoffentlich finden wir da auch diese Zierta und bekommen eines ihrer Augen. Aber davon wird sie sich, glaube ich, auch nicht so einfach drängen können. Naja, bis zum nächsten Mal, jedenfalls bei Shivering Isles. Macht's gut, Leute, und tschüssi!